Wenn ihr so hier hinten an mir vorbeiguckt und ja, wenn ich hier so vorsitze, seht ihr es nicht mehr, Gott sei Dank, da ist eine Lücke in meinem Regal. Das liegt daran, dass es heute hier um diese Spiele geht, die vorher in diesem Regal standen. Die habe ich nämlich hier vor mir auf dem Tisch aufgebaut und heute geht es um meine kleine, aber feine Game Boy Classic Sammlung. Und die möchte ich euch mal im Schnellverfahren kurz vorstellen. Erstmal vorneweg habe ich natürlich ein bisschen Allgemeininformationen, sage ich mal, zu dieser kleinen Sammlung hier. Der Game Boy hat mich begleitet, seitdem ich ein Kind bin. Ich habe damals unfassbar gerne darauf gespielt. Ich möchte auch an dieser Stelle hier gerne ein Video verlinken, irgendwo hier oben. Und zwar habe ich mein allererstes Finch Historia zum Game Boy gemacht. Und das ist ein sehr schönes Video geworden. Das dürft ihr euch gerne nochmal angucken, wenn ihr es noch nicht kennen solltet. Es ist jetzt schon fast 2 Jahre alt oder so. Trotzdem ein sehr, sehr gutes Video, was meine Beziehung zum klassischen Gameboy angeht. Ansonsten habe ich ja in meiner Sammlung nicht allzu viele Spiele. Es sind insgesamt tatsächlich nur 11 Spiele. Mehr sind es nicht. Liegt aber halt daran, dass ich für den klassischen Gameboy oder generell für Retro-Konsolen eigentlich nicht mehr sammle. Das einzige System von damals, wofür ich noch Spiele kaufe und sammle, ist aktuell das Super Nintendo. Da habe ich heute Morgen erst eins bei eBay ersteigert. Das wird dann wohl hoffentlich bald ankommen. Die Sammlung dazu zeige ich euch dann irgendwann, wenn ich wirklich meine Sachen komplett habe. Da fehlt aber noch einiges. Aber für den Game Boy habe ich eigentlich fast alles da, was ich früher gespielt habe. Klar, das ein oder andere Ding fehlt da trotzdem noch. Das interessiert mich aber nicht groß. Das muss ich nicht in der Sammlung haben. Das heißt, diese Spiele, die ich jetzt hier habe, sind tatsächlich fast alles noch die Titel von mir aus meiner Kindheit, weil ich halt einfach die ich behalten habe, habe ich auch nicht verkauft. Logischerweise, klingt irgendwie einleuchtend, ne? Okay. Habe auch nicht wirklich welche nachgekauft. Das heißt, wie gesagt, die ganzen Spiele, die hier stehen, jetzt auf dem Tisch, sind alles die, die ich noch damals aus meiner Kindheit übrig habe. Das reicht jetzt im Vorfeld an allgemeinen Sachen. Wir fangen einfach mal an. Es sind, wie gesagt, nur 11 Spiele. Andere haben da riesengroße Sammlungen. Da werde ich am Ende auch noch ein paar Videos und ein paar Kanäle verlinken. Aber fangen wir erstmal an mit meinen Spielen. Und endlich kommt meine Gameboy-Tasse mal zum Einsatz. Ich hatte es eben schon gesagt, es sind aktuell wirklich nur 11 Spiele in meiner Sammlung und ich habe mir deswegen vor einiger Zeit mal Hüllen gebastelt für diese Spiele, weil ich die alle nur als ja lose Module mit diesen Plastikverpackungen hier, die ihr noch alle wahrscheinlich kennt, rumfliegen hatte und habe mir da ein Tutorial angeguckt vom NES-Kommando, die da sehr gut erklärt haben, wie man aus Nintendo DS-Hüllen eine Gameboy-Hülle basteln kann, ne? Und ich habe mir 10 Stück bestellt, es gab die immer im 5er-Pack, deswegen habe ich jetzt ein Modul übrig, weil ich hatte jetzt keinen Bock, 5 Hüllen zu bestellen, nur damit ich dieses eine Spiel auch noch in eine Hülle packen kann. Deswegen ist das einzige Spiel ohne Hülle Mario und Yoshi. Ja, und das ist tatsächlich nicht von mir von damals. Das habe ich, ich weiß gar nicht, wo ich das genau her habe. Das habe ich vor kurzem erst in meine Sammlung aufgenommen. Mario und Yoshi habe ich aber damals gespielt. Ist halt auch so ein Puzzle-Ding wie Tetris, wenn man so möchte. Aber halt mit dem Mario-Franchise, mit der Mario-Lizenz. Und ja, fand ich auch damals sehr cool. Aber die ganzen Puzzle-Games, die es so gab, auch Dr. Mario und sowas alles, kam für mich alles gar nicht an Tetris ran. Weil Tetris war irgendwie so das Ding damals auf dem Game Boy, ne? Mario und Yoshi ist dann vor kurzem irgendwie in meine Sammlung gewandert, ist aber jetzt kein Highlight für mich persönlich. Deswegen habe ich das auch übrig gelassen und keine Hülle dafür gebaut. Kommen wir dann nun zu den ersten Teilen oder zu den Spielen mit Hülle. Oh je, da ist es sogar doppelt drin. Denn manche Gameboy-Spiele habe ich tatsächlich doppelt. Und das erste, was ich hier habe, jetzt kriege ich das nicht mehr zusammen. Meine Fresse. Okay, machen wir es einfach mal so. Das erste, was ich habe, ist Tiny Toons Bob's Big Break. Und das Ding ist wirklich grandios. Ich habe das auch, glaube ich, in meinem Finch Historia behandelt, weil es halt wirklich ein besonderes Spiel für mich ist von damals. Bob's Big Break, ja, die Tiny Toon Spiele waren eigentlich ja nie so geil, glaube ich, ne? Aber das Ding hier fand ich eigentlich sehr cool früher. Speziell fand ich es halt cool, dass man 3 verschiedene Charaktere spielen konnte. Man konnte Daffy Duck, dann das Schwein und den Hasen halt hier. Nicht Bob, sondern den anderen. Wie heißt er denn noch? Auf jeden Fall konnte man den halt spielen und jeder hat dann eine andere Waffe quasi. Der Hase hat mit Möhren geworfen, das Schwein hat mit Melonen gerollt und ich weiß gar nicht, was der Hase gemacht hat. Ich habe auch mit irgendwas geworfen oder so, keine Ahnung. Fand ich alles sehr cool, aber besonders cool an diesem Ding waren die Minispiele, die zwischendurch immer kamen. Ganz besonders hervorheben möchte ich da mal dieses Rennen
Ding, wo man da mit seinem Charakter dann gegen den Wurm, so einen Bücherwurm, gegen noch irgendwas und am Ende dann gegen den Roadrunner antreten musste. Und ich habe das damals wirklich nur geschafft, wenn ich mir den Gameboy genommen habe und hatte eine Batterie und habe hier wie so ein Bekloppter über die beiden Tasten gerubbelt. Ne? Man musste immer A und B abwechselnd drücken, um schnell zu laufen und halt um das Ganze zu beschleunigen, habe ich mir dann Batterien genommen und habe dann damit dann drüber gerubbelt wie so ein Verrückter und das hat funktioniert und so konnte man auch den Roadrunner am Ende schlagen. Und ja, sehr cooles Spiel. Und ich bin sehr froh, dass ich das in der Sammlung habe. Wie gesagt, sogar doppelt. Ne? Ich habe das Modul zweimal. Das eine von mir und das eine weiß ich auch gar nicht so genau, wo das herkam. Ist mal irgendwie in meine Sammlung gewandert. Als nächstes haben wir eins der für viele besten Zelda-Spiele, nämlich Zelda Link's Awakening. Bekommen wir in nächster Zeit ein Remake von, was ich sehr cool finde. Für die Switch sogar und nicht für den 3DS, wie man das ja vielleicht auch meinen konnte. Ich habe Link's Awakening nie durchgespielt. Ich habe bestimmt 10-mal angefangen und bin immer im ersten Dungeon, glaube ich, schon gescheitert. Ich bin nie bis zum ersten Boss gekommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder spätestens im zweiten, glaube ich. Nicht, weil es mir irgendwie zu schwer war, aber ich habe halt einfach den Weg irgendwann nicht gefunden und habe dann sofort wieder aufgegeben. Ich hatte es mir damals für den 3DS, für die Virtual Console gekauft, weil man da ja auch zwischenspeichern konnte. Und da habe es trotzdem irgendwie nicht auf die Reihe bekommen. Und dann muss ich auch sagen, dass dieses alte Gameboy-Ding dann, na, dafür bin ich nicht der Retro-Spieler, dass ich das dann durchziehe. Obwohl es Zelda ist. Ich wollte es immer mal machen. Und jetzt mit dem Remake, was wir dann bekommen, werde ich auf jeden Fall Link's Awakening dann mal angehen und dann hoffentlich auch durchspielen, weil ich schon richtig Bock drauf habe. Und ich bin auch froh, dass es in meiner Sammlung ist und hat auch auf jeden Fall so eine Hülle verdient gehabt, weil es halt Zelda ist. Ne? Aber habe ich, wie gesagt, nie durchgespielt. Link's Awakening, für viele eins der besten Zelda-Spiele. Werde ich mal auf den Grund gehen, wenn das Remake dann kommt. Dann, ich hatte es eben schon angesprochen, Tetris. Wer kennt denn Tetris bitte nicht? Ich weiß, damals haben wirklich alle Leute Tetris gespielt. Es lag auch, glaube ich, bei allen Leuten irgendwie im Gameboy auf dem Klo rum mit Tetris. Damit man das halt einfach da spielen kann. Das, ich weiß, mein Vater hatte das auch immer da rumfliegen und so und hat dann immer Tetris gespielt. Meine Mutter hat damals Tetris gespielt. Mein Vater, mein Onkel, alle, ich habe Tetris gespielt. Und es ist einfach unfassbar cool. Wenn man dann vor allen Dingen zum ersten Mal irgendwann die Rakete starten sieht, weil man da 100.000 Punkte bekommen hat oder was weiß ich was, oder diesen B-Modus vernünftig abgeschlossen hat, dann sieht man diese Rakete irgendwann und sehr, sehr cool. Nicht umsonst habe ich auch, weil es halt wirklich ein sehr Kultspieler überhaupt ist, habe ich hier ja Tetris in mein Tattoo eingearbeitet. Ne? Ja, also Tetris ist halt was einen schon immer begleitet. Ich wollte mir jetzt auch demnächst mal für die Switch dieses Tetris 99 angucken, dieses Battle Royale Tetris. Und ja, das Tetris geht halt immer. Ne? Tetris-Effekt auf der PS4 mit der VR-Brille auch geil. Deswegen Tetris-Klassiker. Hat wohl wahrscheinlich jeder. Die nächsten beiden Spiele möchte ich mal zusammenfassen, denn das ist Teil 1 und Teil 2. Und das sind auch wirklich die zählen zu meinen liebsten Spielen dieses Franchises und auch zu meinen liebsten Gameboy-Spielen, nämlich Super Mario Land 1 und Super Mario Land 2 6 Golden Coins. Das war wirklich eins der allerersten Gameboy-Spiele, die ich so gespielt habe. Bei meinem Vetter damals auf dem Gameboy, keine Ahnung, rauf und runter gespielt, bin aber nie weit gekommen, wie es halt damals so war. Ich habe es tatsächlich erst vor einigen Jahren dann durchgespielt, als ich mir für die 3DS Virtual Console gekauft habe, weil früher auf dem Gameboy habe ich das halt irgendwie nie geschafft. Keine Ahnung. Ist ein bisschen strange, Super Mario Land 1. Es hat etwas andere Musik, es hat andere Gegner, es hat ein bisschen ein anderes Art-Design. So. Gefällt mir aber trotzdem sehr, sehr gut. Allein schon, wenn ich dieses Cover hier vorne sehe, unfassbar cool. Und Teil 2, 6 Golden Coins, macht dann natürlich einiges besser, allein schon mit dieser Weltkarte, die man hat. Und man läuft auf dieser Weltkarte rum und hat dann auch am Ende Wario als Gegner und eben nicht Bowser. Das war schon ganz cool. War das nicht sogar der erste Teil, wo Wario wirklich dann auf die Bildfläche so getreten ist? Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Die Musik ist grandios. Allein schon auf dem Mond, dieses Theme, wenn man auf dem Mond rumschwebt und so. Sehr, sehr cool. Und wie gesagt, die beiden, zwei meiner liebsten Super Mario-Titel und liebsten Gameboy-Spiele überhaupt. Ein Shoot'em'up darf natürlich auch damals nicht fehlen und ihr wisst mittlerweile wahrscheinlich, dass ich großer Shoot'em'up-Fan bin und vor allen Dingen großer R-Type-Fan bin und deswegen natürlich auch R-Type für den Gameboy darf auch nicht fehlen. Ist auch noch meins von damals, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, ist nämlich hier oben noch meine Initialien drauf. CV habe ich damals aber drauf geschrieben, mit Anleitung sogar. Ist natürlich perfekt, das passt hier alles schön in diese Hülle so rein, so einigermaßen zumindest. R-Type, was soll ich dazu sagen? Ne? Super R-Type fand ich noch einen Ticken besser. Super R-Type hatte einfach sah halt einfach schön aus, weil es halt in Farbe war und auf dem Fernseher war halt damals viel cooler, ne? Aber trotzdem, auch R-Type auf dem Gameboy hat ein gutes Gameplay. Ist ja vom Prinzip her gleich. Ich finde dieses System mit diesen Teilen, die man sich an das Schiff vorne dran basteln kann, durch diese Power-Ups, die man halt bekommt, fand ich halt früher schon cool und ich hoffe jetzt, dass demnächst kommt von Strictly Limited Games, die bringen ein R-Type
irgendwas, wie viel war es denn noch? Ist auch egal. Auf jeden Fall bringen sie einen R-Type auf die Switch und auch, glaube ich, auf die PS4. Als Retail-Fassung werde ich mir kaufen und da habe ich auch sehr, sehr viel Bock drauf, weil die ganzen Shoot'em-Ups in letzter Zeit waren viele coole dabei, aber keins konnte mich so begeistern, wie es damals halt Super R-Type und R-Type auf dem Gameboy getan hat. Ja, deswegen tolle Spiele und R-Type auf dem Gameboy, Klassiker. Dann haben wir noch ein kleines Jump'n'Run, denn der Game Boy war natürlich auch so die Plattform für die ersten Jump'n'Runs, weil es halt einfach war, man musste keine komplexe Story reinmachen, keine große Welten oder sowas wie in irgendwelchen Rollenspielen, die dann später kamen. Deswegen aber Jump'n'Runs auf jeden Fall vorne mit dabei beim Game Boy und bei mir damals ganz vorne mit dabei Kirby's Dream Land. Allerdings auch ein Spiel gewesen, was ich sehr cool fand früher, was ich aber tatsächlich nie, glaube ich, durchgespielt habe. Nicht, weil es mir irgendwie zu schwer war, aber man konnte ja, glaube ich, auch nicht speichern bei diesen Spielen. Ich habe dann halt nie so lange am Stück gespielt, dieses Spiel hier, um es halt durchspielen zu können. Ich weiß auch, dass manche Gegner auch tatsächlich schwer waren, dieser Baum am Anfang allein schon. Ich weiß gar nicht, als Kind habe ich da ewig lange gebraucht, obwohl er ja eigentlich nicht so mega schwer ist. Kirby's Dream Land ist auch tatsächlich einer der wenigen Kirby-Titel, der mir wirklich gefällt. So, die letzten Kirby-Spiele waren alle gut, solide, sind mir aber persönlich viel zu langsam. Ne? Wenn ich ein Jump'n'Run spiele, dann möchte ich doch schon etwas flotter unterwegs sein, wie bei einem Super Mario zum Beispiel oder Rayman, dass alles so ein bisschen besser von der Hand geht. Und Kirby ist halt immer so ein bisschen träge. Trotzdem mag ich Kirby, ne? Da sitzt sie auch neben mir als Stofftier. Eines meiner letzten verbliebenen Stofftiere, die hier noch so bei mir unten im Raum sind. Und ja. Kirby's Dream Land, auf jeden Fall auch ein super cooles Spiel. Ja, ihr merkt das schon, ne? Meine Sammlung hier, wer hier auf irgendwelche Raritäten gehofft hat oder Geheimtipps, da seid ihr hier bei mir falsch, da gibt es andere Kanäle, zum Beispiel den Onkel Weidemann oder auch den Retro Panda, die eine unfassbar große Gameboy-Sammlung haben. Und da könnt ihr gerne mal reingucken, die haben beide vor kurzem auch ihre Gameboy-Sammlung vorgestellt, der Weidemann mit über 300 Modulen und der Retro Panda jetzt vor kurzem sogar, erst am Sonntag, glaube ich, ging es online mit 130 Modulen und da bin ich mit meinen 11 Modulen natürlich ganz hinten an. Wie gesagt, Geheimtipps gibt es hier halt nicht und das seht ihr schon die ganze Zeit. Und das nächste ist bei weitem auch kein Geheimtipp, nämlich Mega Man Dr. Wily's Revenge. Ich kenne mich mit Mega Man auch wirklich nicht gut aus. Ich kann gar nicht sagen, ist das jetzt Teil 1, Teil 2, gab es davor irgendwie eine Arcade-Version, gibt es Teil 1, wenn es den dann gab auf dem Game Boy, I don't know, ich bin da absolut raus. Ich mag Mega Man vom Prinzip her, ich mag auch die Musik sehr gerne und das Ganze, diesen ganzen Aufbau, dass man halt einzelne Level anwählen kann, verschiedenen Endbossen und muss halt dementsprechend dann die Taktik wählen, beziehungsweise muss halt dementsprechend die Level bestreiten. Und man kann das in willkürlicher Reihenfolge machen. Und auch dieses Passwortsystem fand ich sehr cool, weil ne, man konnte früher, wie gesagt, oft nicht speichern bei den Gameboy-Spielen. Deswegen war dieses Passwortsystem eigentlich ziemlich gut oder war gut gelöst. Allerdings Mega Man, ich mag es, wie gesagt, immer mal wieder da reinzugucken, aber das sind halt nie Spiele, die mich am Ball halten, dass ich es komplett durchziehe. Weil sie sind ja doch schon etwas schwieriger, speziell die alten Titel von damals. Viele sind doch erst Fan geworden mit Mega Man X, weil das ja doch ein bisschen was anderes ist. Und ja, Mega Man habe ich damals auch bei meinem Vetter zum ersten Mal gespielt. Da fand ich es nicht so gut. Ja, da habe ich das nur angefangen, dachte, boah, das ist aber schwer. Habe ich wieder rausgeschmissen und habe Super Mario Land weitergespielt oder nochmal gespielt. Aber trotzdem ist Mega Man natürlich ein Klassiker und ich habe es halt noch hier von damals. Habe mir dann diese Hülle gemacht und so, eigentlich alles cool. Da sieht man noch so, dass die Farbe von meinem Drucker halt so langsam ein bisschen den Geist aufgegeben hat damals. Naja, dann kommen noch zwei Spiele mit einer Disney-Lizenz, was ja früher eigentlich immer gut war. Ne? Früher waren die Disney-Spiele immer sehr gut. Mittlerweile sind sie ja mit Lizenzen eher dann nicht so geil. Aber früher waren die ganzen Disney-Spiele eigentlich durch die Bank weg gut. Das erste, was ich hier habe, ist König der Löwen. Das war tatsächlich auch nicht meins. Das hatte, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, ernsthaft jetzt? Eine Ewigkeit später. Na komm mal her, komm. Setz dich hin und halt die Backen. So, ich muss den Hund mal kurz reinholen. Denn wir haben ja neuerdings Kaninchen draußen. Mein Patenkind kommt gerade mal gucken nach den Kaninchen und deswegen, damit der Stall hinten zu bleiben kann, dass es aufbleiben kann, muss der Hund mal kurz zu mir rein. Rocco, guck mal in die Kamera, da ist die Kamera. Komm, zeig dich mal auf deiner besten Seite. Ja, das war super. Ja, wie gesagt, König der Löwen war, glaube ich, damals gar nicht von mir. Das habe ich, kann ich mich daran erinnern, dass ich das irgendwie hatte. Ich glaube, die Frau von meinem Vater hat sich das damals mal gekauft und hat das dann irgendwann mir vermacht. Ihr seht, das ist auch hier ein anderes Modul. Ich weiß gar nicht genau, warum das Modul so aussieht. Ich glaube, das ist ein Game Boy Color Spiel. Kann das denn sein? Okay, das fällt mir jetzt gerade jetzt auf. Seht ihr mal, wie wenig Ahnung ich habe. Das ist doch ein Game Boy Color Spiel. Steht doch auch drauf und ein Only for Game Boy Color. Und warum zum Teufel habe ich dann diese Hülle ausgedruckt? Man weiß es nicht genau. Da ich aber kein anderes Game Boy Color Spiel habe, glaube ich,
ist das halt jetzt so. Na gut, lassen wir das. Oh Gott. Dann das letzte Spiel in meiner Sammlung und auch dann das nächste Disney-Lizenzspiel ist auch ein absoluter Klassiker. Gab es vor einigen Jahren das Remastered DuckTales. DuckTales für den Game Boy gab es auch fürs NES damals, aber da halt das NES für mich, das war komplett nicht meins damals. Ich bin erst etwas später in diese Videospielsache eingestiegen und deswegen auf dem NES habe ich keinen, da habe ich keine Kindheit gehabt, da habe ich keine Verbindung zu. Und deswegen habe ich mir DuckTales dann für den Game Boy in eine Hülle gepackt, weil ich das auch irgendwo herbekomme. Das ist auch nicht meins von damals, weil ich es halt damals auch, glaube ich, gar nicht hatte. Aber ich habe das vor kurzem halt irgendwie bekommen und ja, ich fand es ganz cool, dass ich für den Gameboy bekommen habe. Wie gesagt, fürs NES, da habe ich keine große Verbindung zu. Habe zwar ein NES mittlerweile hier, aber nur 3 Spiele, die ich einmal gespielt habe und seitdem nie wieder. Deswegen DuckTales für den Gameboy ist auf jeden Fall ein geiles Spiel, muss man dazu sagen. Ich habe das Remastered damals gespielt. Ich habe sogar, glaube ich, teilweise Let's Play hier auf meinem Kanal. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Musik ist natürlich großartig von diesem Ding. Auch da gibt's, glaube ich, irgendwie was, wo man nachher auf dem Mond ist. Ist das richtig? Auf jeden Fall der Soundtrack unfassbar gut. Und ein Klassiker, der irgendwie halt in jede Sammlung gehört. Sei es dann fürs NES oder halt auch für den Game Boy. In meinem Fall für den Game Boy. Und es ist, glaube ich, es ist kein Game Boy Color Spiel. Es ist ein normales. Oh, Junge, Junge, wie konnte mir denn da jetzt ein Game Boy Color Spiel dazwischen kommen? Naja, was soll's. Ja, ich würde sagen, Rocco, komm mal her. Der Rocco und ich, wir verabschieden uns dann mal und ich hoffe, meine kleine Gameboy-Sammlung hat euch ein bisschen gefallen. Wie gesagt, es sind absolut keine Geheimtipps, ist auch keine große Sammlung, aber da auch in diese Sammlung nichts mehr reinkommt, sehr wahrscheinlich, weil ich da halt nichts für kaufe. Wenn ich mal zufällig was bekomme, okay, aber ich kaufe da halt nichts für. Ja, deswegen wird sie wahrscheinlich ewig bei 11 Spielen bleiben und da dachte ich mir, ich kann sie euch doch mal eben zeigen. Habe ich getan. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und ich muss jetzt mal gucken, was der Hund hier veranstaltet, bevor er mir alles an die Erde reißt. Rocco, komm raus da. Tschüss.